Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ein Informationsvideo über eins der größten Probleme aktuell, was relativ viele auch von euch betreffen könnte oder betrifft. Und zwar ist es so, dass das Ricochet-Anti-Cheat-System aktuell nicht wirklich funktioniert, nicht richtig funktioniert. Und bisher sind in den ersten 3 Tagen von Modern Warfare 2 über 140.000 Leute unschuldig gebannt worden. Und während einige von euch immer gerne, genauso wie ich bei sowas sagen, ja, unschuldig, alle unschuldig, hat es im Prinzip eine kleine Ursache, was ein Riesenproblem ist. Und so wie es aussieht, ist Activision aktuell nicht daran interessiert, etwas dagegen zu machen. Ricochet funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, Ricochet hat verschiedene Parameter, die bei einem Spielerprofil etwas auslösen dort. Zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Headshots, eine prozentuale Anzahl an Headshots wegen Aimbot. Spikes in der KD, wenn man irgendwie ewig so 0,8er KD hat und plötzlich so eine 8er KD spielt. All solche kleinen Sachen, so einen kleinen Algorithmus, der zusammenführt und dann eben zusätzlich mit dem Spieler mailen. Und wir wissen das ja, man wird geshadowbannt für 1-2 Wochen, wenn man zu oft gemeldet wird. Selbst wenn ihr gar nichts getan habt. Deswegen betrifft das ja viele Streamer auch, die natürlich oftmals gestreamsniped werden und dann werden die gemeldet, weil die Leute es witzig finden und das Ergebnis ist dann halt, dass die plötzlich ihren Account eine Woche nicht nutzen können. Das hat nichts damit zu tun, dass sie mit einem VPN spielen. Auf der ganzen Welt gibt es nicht einen Spieler, der wegen dem VPN bisher gebannt wurde. Das ist halt Quatsch, wenn Leute das erzählen. Was hat auch nichts damit zu tun, dass die cheaten oder so, sondern es ist einfach, dieses System ist immer noch nicht ausgereift. Und jetzt ist aber folgendes Problem. Seit Anfang an sind die Crashes in Modern Warfare 2 auf dem PC und auf der PlayStation extrem groß. Warum sind sie so groß? Eins der Hauptursachen war dieses neue, implementierte, von Infinity Ward erschaffene, was niemand bisher wollte, Weapon-Aufsatz-Tuning. Das heißt, ihr könnt ja bis zu 5 Aufsätze auf eurer Waffe, Magazine, soweit ich weiß, geht gar nicht, ich habe noch keine gesehen, wo das geht, könnt ihr ja tunen. Und ein separates Video, ob sich das lohnt oder nicht, werde ich euch auch noch morgen vorbereiten. Aber generell, dieses Waffentuning war in der Beta nicht dabei. Und ihr denkt dran, in der Beta lief es relativ flüssig eigentlich. Es ist nicht viel abgestürzt, kein gar nichts. Und jetzt sind wir aber im Full Release und plötzlich haben wir einen Absturz nach dem anderen. Sobald ihr in der Party spielen wollt, stürzt es ab. Und jetzt folgendermaßen. Sie haben ja mit einem Hotfix gestern nicht das Problem oder die Ursache gelöst, sondern das Problem erstmal. Und die Ursache war, dass wenn einer aus der Party eine einzige Waffe hatte, auf die Max Level war, wo das Waffenaufsatztuning möglich war, hat dieser Spieler damit automatisch dafür gesorgt, dass die Games crashen. Wie auch immer das am Ende machbar ist. Und jetzt sollte man ja eigentlich denken, dass es eigentlich ein einfacher Fix ist. Jetzt kommt aber das größere Problem daran. Ricochet erkennt diese Abstürze von eurer Konsole. Ich habe es auf der PS5 extrem viel gehabt. Seit gestern ist es Gott sei Dank besser. Und auf dem PC. Und gerade auf dem PC ist es ja, dass eben Wallhack, Aimbot, all diese Sachen super easy möglich sind. Ob Engine Owning oder irgendeine andere Quatschseite. Und die Leute, die cheaten, sind ja, und ich glaube, da sind wir uns einig, absolute Vollidioten. Also wirklich nur absolute Vollidioten, absolute Lappen, bei denen mir auch nichts Gutes mehr einfällt. Es gibt auch keinen Grund zu cheaten, außer man ist dumm. Aber durch diese Abstürze signalisiert euer Account dem Ricochet-Anti-Cheat-System, dass euer Game andauernd crasht. Und eine Ursache für die Crashs ist es unter anderem, nicht für diese, aber sonst, dass ihr eben Fremdsoftware laufen habt. Deswegen habt ihr ja auch eigentlich einmal Ricochet als Serverleistung und einmal auf eurem PC installiert mit Installation vom Game. Und Ricochet denkt bei den Abstürzen, dass ihr cheatet. Dadurch, dass euer Game andauernd immer und wieder abstürzt, ohne dass ihr was dafür könnt. Und jetzt aktuell sieht es so aus, als hätten sie da einen kleinen Fix reingebracht, indem sie eben die Waffenaufsatzmodifikation erst einmal rausgenommen haben. Aber insgesamt ist es eben so, dass die ganzen Abstürze in der Menge, und wenn ich unsere Party seit gestern zusammennehme, sind wir bei bestimmt 500, 600 Abstürzen auf allen Plattformen insgesamt. Das Ricochet erkennt das und errechnet daraus die Wahrscheinlichkeit, dass ihr cheatet und bannt euch dafür. Das ist ein dickes Problem. In den USA, wenn man sich erstmal angucken möchte, Nero's Cinema zum Beispiel, war live im Stream und das ist ein COD-Content-Creator seit, ich weiß nicht, 12, 13, 15 Jahren.
und einer seiner Mates, die für 100 Euro oder Dollar die Vault Edition gekauft haben. Er war Level 15, er hatte 3 oder 4 Stunden Spielzeit, ist mitten in seinem Stream deswegen gebannt worden und vorher ist sein Game immer und immer wieder abgestürzt. Und das größte Problem an der Sache ist, dass Activision, wenn die Leute sich deswegen beschweren, was ja zu Recht ist, weil wenn ich gebannt werde und nichts getan habe, dann muss ich mich ja beschweren können, dass sie es prüfen, gibt aktuell nur eine Standardantwort raus. Nein, das wird nicht überprüft, das ist alles rechtmäßig, wir haben keinen Fehler gemacht, das passt alles. Das ist eine absolute Frechheit. Und was haben jetzt einzelne Leute mittlerweile gemacht? Sie haben sich, und das ist kein Witz, einen Rechtsanwalt genommen. Ein Rechtsanwalt, der Activision bzw. der Rechtskanzlei von Activision eine Nachricht geschickt hat mit der Androhung einer Klage. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das rechtlich ist, ob Activision einfach so entscheiden kann, ob man gebannt wird oder ob Activision selber entscheiden kann, wer spielen darf oder wer nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach das ultimative Recht haben, ohne Begründung jemanden auszuschließen, der vielleicht gerade 100 Euro fürs Game ausgegeben hat. Auf jeden Fall gibt es vereinzelt Leute mittlerweile, die das gemacht haben. Denn eins müsst ihr wissen, der Activision Support, den könnt ihr in die Tonne treten. Ihr könnt die auf Twitter anschreiben, die werden euch nicht helfen. Wenn ihr auf eurem Activision-Account Daten verliert, wird euch nicht geholfen. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt offiziell einen Support gibt, wer da arbeitet. Es gibt zwar eine Support-Seite, aber man muss ganz ehrlich sein, die hilft überhaupt nicht. Und jeder von diesen einzelnen Leuten, die bisher eben dieses Appeal gemacht haben, also dieses Schriftstück über ihren Rechtsanwalt an die Rechtskanzlei von Activision, sind innerhalb von wenigen Stunden entbannt worden. Activision hat sich für den Fehler entschuldigt und damit war das Thema für die Leute durch. Das ist aktuell die Situation, die wir mit Modern Warfare 2 haben. Das heißt, wenn euch das betrifft, würde ich euch super gern jetzt einen geilen Tipp geben oder einen Trick, wie ihr dagegen angehen könnt. Es gibt aber keinen. Ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt irgendwie noch ändern will, denn die Abstürze sind ja nun einmal aufgrund der Fehler von Infinity Ward und aufgrund der Fehler in der Entwicklung des Games aktuell. Ich persönlich kann euch wirklich nur empfehlen, dass wenn es passiert, versucht es wenigstens. Schreibt auf Twitter, schreibt dem Activision Support, schreibt ihnen, dass es fälschlicherweise passiert ist. Jake Logan, das ist einer auf Twitter, der Gaming und sowas irgendwie immer als Thema mit hat und Umfragen macht und aktuelle Entwicklungen im Gaming, der hat eben tausende Nachrichten bekommen. Er hat danach gefragt, wem das noch passiert ist. Und er hat tausende Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich bin unschuldig gebannt worden in den letzten 3 Tagen. Und er selber schreibt, da sind unzählige Leute bei, denen er sehr, sehr krass vertraut, bei denen er 100% weiß, dass die niemals im Leben gecheatet haben oder cheaten würden. Das heißt, wir haben die gleiche Situation wie damals, als ihr in Cold War gebannt worden seid, wenn ihr eine gewisse High Round in Zombies erreicht habt. Falls ihr euch daran erinnert, da habe ich mal ein Video zugemacht, dieser Sailor-Bug oder so hieß der. Und auch da hat Activision tagelang behauptet, dass das überhaupt nicht sein kann, dass das 100% korrekte Bans sind. Und erst als viele Creator sich dann darum bemüht haben, dagegen anzugehen, als sie es öffentlich gemacht haben, hat Activision zugegeben, dass es da wohl einen kleinen Fehler gab und die Leute wieder entbannt worden sind. Ob sie wirklich entbannt worden sind oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich würde gerne hier sitzen, ich habe gerade 54 Stunden Sabaton durch und euch super gute Neuigkeiten und sowas geben, aber aktuell hat das Game wirklich viele Probleme. Diese Bans sind ein Problem, die Abstürze sind ein Problem, die Leaderboards fehlen, der Hardcore-Modus fehlt, die Herausforderungen fehlen. Ich weiß nicht, was diesmal die Erklärung sein soll. Die letzten 3 Jahre hieß es immer Corona, das alles war irgendwie vom Zeitrahmen viel zu wenig, es war nicht die Möglichkeit, das in Ruhe auszuarbeiten, ein Quellcode für 3 Games. All diese Erklärungen gibt es im Jahr 2022 nicht und trotzdem ist der Start von Modern Warfare aus der technischen Sicht und der Inhaltssicht vom Game schon wieder grandios gescheitert. Leute, wenn ihr gebannt werdet, es tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich euch weiterhelfen kann, außer dass ihr die Tipps befolgt, die ich euch gegeben habe. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und morgen erkläre ich euch dann, ob ihr dieses Waffentuning nutzen solltet. Ich hoffe, dass es bis dahin wieder drin ist oder nicht. Ich bin raus, haut rein.